Es zeigt sich nämlich bei genauen Messungen, dass ein elektrisches Feld auf einen geladenen Körper eine Kraft ausübt, die von der Größe der Ladung abhängig ist. Wir nennen die Ladung des Körpers Q0, die Kraft auf ihn F0. Die Kraft auf die doppelte Ladung, also auf die Ladung 2Q0, ist im gleichen elektrischen Feld doppelt so groß, also 2F0. Die Kraft auf die dreifache Ladung, also auf 3Q0, ist dreifach so groß, also 3F0. Die Kraft auf die vierfache Ladung, also auf 4Q0, ist viermal so groß, also 4F0 und so weiter. Mathematisch ausgedrückt heißt das, die Kraft ist im gleichbleibenden Feld zur Ladung proportional. Oder anders gesagt, die Bruchwerte, also die Quotienten, aus den Kräften und den zugehörigen Ladungen sind gleich. Den gemeinsamen, konstanten Wert dieser Brüche bezeichnen wir mit E. Er kann, wie sich zeigen wird, als Maß für die Stärke des elektrischen Feldes verwendet werden. Dieser Wert E heißt daher elektrische Feldstärke. Wir fassen nun zunächst diese Definition der elektrischen Feldstärke in eine einzige Gleichung zusammen. Wir bezeichnen die jeweilige, auf der Kugel befindliche Ladung mit Q, die auf sie wirkende Kraft mit F. So ist die elektrische Feldstärke E gleich F durch Q. Dass dieser Bruchwert E vom elektrischen Feld abhängt und daher zu Recht den Namen elektrische Feldstärke trägt, zeigt sich, wenn man diese Platten teilweise entlädt und dadurch das Feld abschwächt. Die Kraft auf die geladene Kugel wird jetzt nämlich schwächer und somit wird auch der Bruchwert F durch Q kleiner, die Feldstärke nimmt ab, bis bei vollständiger Entladung das elektrische Feld ganz verschwunden ist und die elektrische Feldstärke damit auf den Wert 0 abgesunken ist. Wenn ich also in dieser Weise diese Platten hier allmählich entlade, dann wird die Kraft auf die Kugel kleiner, das Feld wird schwächer, die Feldstärke nimmt ab und bei vollständiger Entladung ist die Kraft auf die Kugel 0 und das Feld ist auf 0 abgesunken. Machen wir nun zu dem Begriff der elektrischen Feldstärke ein einfaches Beispiel. Wir nehmen an, dass die Kraft, die auf eine geladene Kugel in einem elektrischen Feld wirkt, F gleich 2 mal 10 hoch minus 3 Newton beträgt. Dabei sei die Ladung der Kugel Q gleich 10 hoch minus 8 Coulomb. Wir berechnen nun die elektrische Feldstärke. Dazu verwenden wir unsere Definition E gleich F durch Q. Wir setzen ein und erhalten E gleich 2 mal 10 hoch minus 3 Newton für die Kraft F im Zähler, dividiert durch 10 hoch minus 8 Coulomb für die Ladung, also im Nenner. Es ergibt sich E gleich 2 mal 10 hoch 5 Newton durch Coulomb. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist also 1 Newton durch Coulomb. Wir fassen nun zusammen. Als elektrische Feldstärke haben wir definiert den Quotienten Kraft durch Ladung in Formelzeichen E gleich F durch Q. Und als Einheit für die elektrische Feldstärke haben wir erhalten 1 Newton durch Coulomb. Was wir vorher
für die Feldstärke in einem homogenen Feld besprochen haben, gilt ebenso auch für jedes andere elektrische Feld, wie es die Abbildung links zeigt. Die elektrische Feldstärke lässt sich im Feldlinienmodell zum Ausdruck bringen. Je größer die Feldstärke ist, umso dichter sind die Feldlinien zu denken. Hier haben wir ein stärkeres elektrisches Feld mit dichteren Feldlinien dargestellt und hier ein schwächeres elektrisches Feld, in dem die Feldlinien nicht so dicht stehen. Die Dichte der Feldlinien ist also ein Ausdrucksmittel für die Feldstärke. Sie hängt zusammen mit der Ladung, die sich auf den beiden Platten befinden. Wir denken uns hier eine kleinere Ladung auf den Platten, daher die kleineren Plus- und Minuszeichen. Bei stärkeren Ladungen, durch die größeren Plus- und Minuszeichen dargestellt, ist die Feldstärke entsprechend größer. Dies gilt übrigens auch für andere nicht homogene Felder. Je größer zum Beispiel die Ladung ist, die auf einer solchen Kugel sich befindet, umso mehr Feldlinien müssen wir uns vorstellen, dass aus dieser Kugel gleichsam herausquellen. Und je größer, stärker die negative Ladung auf einer anderen Kugel ist, umso mehr Feldlinien müssen wir uns vorstellen, dass in diese Kugel einmünden. Hier in dem Bereich unmittelbar um die beiden Kugeln herum, wo die dargestellten Feldlinien besonders dicht nebeneinander verlaufen, dort ist auch die elektrische Feldstärke besonders groß, also in der Nähe der positiv geladenen und auch der negativ geladenen Kugel. Und hier außen, in diesem Bereich, wo die dargestellten Feldlinienbogen weit auseinander liegen, dort ist dementsprechend auch das elektrische Feld schwach, die Feldstärke gering. Übrigens, wenn man eine Ladung an eine Stelle bringt, an der sich zufällig keine dargestellte Feldlinie befindet, erfährt diese Ladung selbstverständlich schon auch eine Kraft. Diese geladene Kugel würde zu dieser negativen Kugel herübergezogen werden. Hier handelt es sich ja nur um ein Modell. Aber in einem wirklichen Feld würde selbstverständlich auch an jeder anderen Stelle eine Kraft in dieser Weise wirken. Die wirklich dargestellten Feldlinien sind nur einige, die herausgegriffen sind. Sie stehen stellvertretend für all die übrigen Feldlinien, die wir uns nur dazu zu denken haben. So, und nun machen wir ein Experiment zur Wirkung des elektrischen Feldes. An diesem Metallzylinder hier haben wir ein feines Metalldoppelblättchen angehängt. Das wirkt so ähnlich wie ein Elektroskop. Beim Aufladen des Körpers werden die beiden Teile gleichartig aufgeladen, stoßen sich dadurch ab und spreizen sich etwas. Hier auf der rechten Seite habe ich noch einmal ein Metallzylinder ebenfalls mit einem solchen Doppelblättchen. Die beiden Zylinder schiebe ich nun aneinander, sodass sie sich berühren. Zunächst einmal sind die beiden Zylinder völlig ungeladen. Ich reibe nun einen Plexiglasstab mit Seide, dadurch wird der Plexiglasstab positiv aufgeladen und nähere den Stab nun dem Metallzylinder. Wir bekommen auf beiden Seiten einen Ausschlag, der sofort zurückgeht, wenn ich mit dem Plexiglasstab wieder weggehe. Das zeigt also, dass keine dauernde Aufladung entstanden ist. Ich rücke nun, nachdem ich den Stab wieder genähert habe, die beiden Zylinder auseinander. So. Und jetzt beobachten wir, dass der Ausschlag der beiden Blättchen, zwar nicht mehr ganz so groß, aber immerhin noch deutlich ist. Beide Blättchen sind also noch geladen. Beide Zylinder tragen eine Ladung. Wir prüfen die Ladung. Hier bekomme ich Anziehung. Offenbar ist also der linke Zylinder negativ geladen. Und hier bekomme ich eine Abstoßung. Wir haben also positive Ladung auf dem rechten Zylinder. Ich schiebe die beiden Zylinder nun wieder aneinander. Und dabei haben sich die Ladungen wieder ausgeglichen. Was ist nun bei diesem Vorgang eigentlich abgelaufen? Überlegen wir uns das in einem Trick. Hier sind die beiden Metallzylinder im Schnitt dargestellt, ohne die angehängten Metallblättchen. Die in den Zylindern enthaltenen positiven und negativen Ladungen sind zunächst in gleicher Zahl vorhanden. Die Körper sind elektrisch neutral. Wir nähern nun den geladenen Körper. Viele in dem Metall leicht bewegliche Elektronen wandern in den linken Körper, also der positiven Ladung, entgegen.
Dadurch entsteht links ein Überschuss an negativen Ladungen, rechts ein Mangel. Der linke Zylinder hat sich negativ, der rechte positiv aufgeladen. Es wurden also Ladungen getrennt und nicht etwa auf die Körper hinaufgebracht. Nach dem Trennen der beiden Zylinder und dem Entfernen des Plexiglasstabes blieben eine negative bzw. eine positive Überschussladung auf den Zylindern zurück. Und wenn wir nun diese beiden Zylinder dann aneinander geschoben haben, dann konnten sich diese Ladungen wieder abgleichen. Den Vorgang, den wir hier beobachtet haben, nennt man Influenz. Mit Influenz bezeichnet man den Vorgang der Ladungsbewegung, der Ladungstrennung aufgrund des äußeren Feldes, das wir etwa hier mit dem Plexiglasstab herangebracht haben. Nun, zum Schluss zeige ich Ihnen noch eine praktische Anwendung des elektrischen Feldes. Beim Spritzlackieren gehen oftmals größere Mengen von Farbe einfach deswegen verloren, weil die Farbtröpfchen nicht dorthin gelangen, wo man sie haben möchte, nämlich auf der zu lackierenden Metallfläche. Und andererseits sind auch bei etwas unregelmäßig geformten Metalloberflächen, bei Autokarosserien und dergleichen, bestimmte Teile nicht so leicht zu erreichen. Da kann das elektrische Feld nun gute Dienste leisten. Man lädt die Lacktröpfchen negativ auf und die Autokarosserie beispielsweise elektrisch positiv. Und dann wirken auf diese Lacktröpfchen elektrische Kräfte so ähnlich, wie sie heute in unserem ersten Versuch auf die Wattefleckchen gewirkt haben und ziehen die Lacktröpfchen dorthin, wo man sie haben will, an den richtigen Platz. Das elektrische Feld am Fließband der Autoherstellung, gar kein schlechter Gedanke, finden Sie nicht auch? Und jetzt schauen wir uns den Film an, den wir zu dem elektrostatischen Lackieren gedreht haben.